bevor wir uns irgendwohin teleportieren lassen, okay? Wir haben mit dem jetzt gequatscht. Ich werde vermutlich dieses Gespräch irgendwann später, wenn wir es nochmal führen müssen, auch nochmal durchführen. Mal gucken. Einfach, um uns auch wieder abzuholen. Aber wenn der uns jetzt gleich wieder zurückgesandt hätte, hätte ich gesagt, ja gut, dann komm scheiß drauf. Let's go. Aber jetzt will ich dann doch erstmal hier Zeit verbringen und schauen, dass wir hier irgendwie weiterkommen. Wo ist denn jetzt unser Dude? Oh Gott, okay. Weil ich will mir das Dorf ja auch nicht entgehen lassen. Ich denke, dass das eine ganz coole Sache ist. Ich war noch nie in einem Imp-Dorf. Ich weiß nicht, wann ihr das letzte Mal in einem Imp-Dorf wart. Nein, nein. Aber die sind uns sehr, sehr skeptisch. Also alle Imps. Sie sind jetzt nicht hellauf begeistert, dass wir hier sind. Hängt vielleicht auch damit zusammen, dass wir ihre Haustüre wirklich wieder mal zum Massenschlachten. Und auch da kriegen wir keine Erfahrung mehr. Dieses Aim kotzt mich über solche Maßen hinweg an. Ah doch, wir kriegen aber Erfahrung dafür. Lass uns noch mit dem Häuptlingssohn quatschen. Hoffe, die Imps waren nicht allzu unfreundlich. Krankheit, Frösche, Spinnen. Imps sind verschwunden. Bis bald. Imp-Bürger. Nein, Digga, ich will euch doch gar nichts. Ihr seht gar nicht, was das für eine Gefahr ist. Samuel selbst hat einen Dämon geschickt in Form eines T-Bars. Auf gut Deutsch, ich versuche nur die größte Katastrophe zu verhindern. Und zwar, dass euer Dorf komplett infiltriert wird. Shit. Oh, ich habe ganz vergessen, dass ich wirklich diese T-Bars auch zu 0,0 vermisst habe, mit ihrem Scheiß davongelaufen. Aber es ist schon auch so ein bisschen traurig, oder, dass die Imps hier in dieser... Also, die Frage ist, was denkt ihr? Ist es ein Dorf, das durch geflohene Sklaven-Imps entstanden ist? Oder leben die Imps hier schon immer? Weil es ist, wir sind ja immer noch in dieser Höllenwelt, wir sind noch nicht in Rivellon zurück. Und das ist halt schon auch eine wichtige Frage, denke ich. Ein Imp kommt hier vorbei. Oh, du bist es. Geh weiter zum Wald, wenn du unbedingt willst. Aber sei auf der Hut. Schamane sagt, im Wald wimmelt es von furchtbaren Gestalten. Mach's gut. Die Imps lässt er nicht durch, aber uns schon. Aber ich will noch gar nicht in den Wald. Das Gute ist ja wirklich, wir wissen jetzt, dass wenn wir uns zurückteleportieren, wir quasi einen weiteren Erzählstrang auslösen. Das ist schon mal gut. Das heißt, wir können auch jederzeit zurückkehren, wenn wir wollen. Also wenn wir wissen, okay, wir haben die Seuche quasi geklärt oder so, dann können wir jederzeit zurückkehren. Wir könnten natürlich auch... Tatourix. Nein! Werde erst opfern, wenn ich Schlüssel für Geldruhe zurückbekomme. Aber Schamane hat gesagt... Nein, werde nicht den Göttern opfern, bevor ich Schlüssel wieder habe. Geh und sag das dem Schamanen.
Du weißt, was passiert, wenn Schamane wütend wird? Solltest Schlüssel besser schnell finden. Hier herrscht eine ganz, ganz komische Schamanendiktatur. Wer bist du? Dachte, es war nur Gerücht, dass ein Mensch in unserem Dorf ist. Schon gehört, Schamane besteht immer noch darauf, dass ich den Göttern opfere. Aber wie soll ich das ohne Schlüssel für wertvolle Geldtruhe machen? Dieser Schlüssel scheint dir sehr wichtig zu sein. Muss ihn wirklich finden. Vielleicht kannst du helfen. Könnte ihn in Pilzwald verloren haben, vielleicht. Oder woanders. Hilfst du? In Ordnung, ich werde dir helfen. Schön. Komm zurück, wenn du den Schlüssel gefunden hast. Was weißt du über den Schamanen? Schamane? Besser nicht über Schamanen sprechen. Hört alles. Vielleicht sagen ihm die Götter alles. Sogar Häuptling fürchtet ihn. Hast du hier Anzeichen von Chaosmagie gesehen? Pilze sind schwerer aufzufinden. Es sind noch immer welche im Wald, aber nicht mehr so viele. Was weißt du über den Schasson? Weißt du etwas über die Krankheit? Fieber steigt und steigt. Hätte mit den anderen mitgehen sollen, als ich noch die Möglichkeit dazu hatte. Jetzt bin ich zu schwach. Welche anderen? Welche anderen? Nun, da gibt es keine anderen. Jetzt streitet er es ab. Kleiner Lügenbold. Ich würde gerne wissen, ob die anderen heimlich gegangen sind. Vielleicht sollten wir mit dem Schamanen sprechen. Vielleicht sollte ich mit dem Schamanen darüber sprechen. Nein, bloß nicht. Nicht mit Schamanen sprechen. Mein Schicksal ist auch ohne zornigen Schamanen schon hart genug. Einige Imps sind in Höhle des verbannten Imps gegangen. Dachten, er kann besser helfen als Schamane. Wo ist diese Höhle? Weiß ich nicht wirklich. Sicher ist es außerhalb von Dorf der Imps. Aber sprich nicht über ihn. Schamane tötet dich sonst. Wie ist dein Name? Taturox. Pilzsammler. Aber jetzt bin ich zu schwach, um zu arbeiten. Der verlorene Schlüssel. Ein Imp bat mich darum, den Schlüssel für seine Geldtruhe zu finden. Vermutlich hat er den Schlüssel irgendwo im nahegelegenen Wald verloren. Endlich nimmt dieses Spiel wieder die Form an, die ich möchte, Freunde. Endlich! Endlich! Haben wir wieder was zu tun. Ich weiß nicht, ich könnte versuchen, noch mit dem Häuptling zu quatschen. Was ich auch schade finde... Ah, nee, okay, der ist uns neutral gestellt. Ich wollte nämlich gerade sagen, was ich auch schade finde, ist, dass es keine... Dieses, ja, ihr wisst schon, ob jemand neutral, positiv oder negativ eingestellt ist, dass es das nicht mehr gibt. Okay, aber diese komische Wache ist weg. Die Imps sehen eigentlich ganz witzig aus, gell? Mit ihren, teilweise auch mit ihren Bauernhüten. Ich meine, es sind Pilzsammler und Spinnenzüchter. Was bist du, eine Katze? Brauchen wir nicht drüber reden, oder was passiert, wenn wir die erste Katze angegriffen haben? Da ist noch einer, was ist... Ja, ja. Fessorimix. Bist du Heiler? Meine Haut brennt. Kannst du etwas über den Schamanen erzählen? Schamane betet Tag und Nacht zu den Göttern. Sagt er zumindest. Welche weiteren ungewöhnlichen Dinge sind hier im Dorf geschehen? Klingt verrückt. Blitze haben Hütten und Lebewesen getroffen. Aus heiterem Himmel. Was kannst du über die Krankheit erzählen? Warum kann uns niemand helfen? Häuptling muss etwas unternehmen.
Man sagt uns nur, geht aus den Häusern raus und atmet viel frische Luft. Wie heißt du? Ich bin Fessori Minix. Versuche nicht, das zu wiederholen. Weiß nicht, was mein Vater sich dabei gedacht hat, als er mir diesen Namen gegeben hat. Ich glaube nach wie vor, dass er zu viel Pilzbrandy getrunken hatte, als er sich den Namen ausgedacht hat. Was stimmt nicht mit deiner Haut? Siehst du, wie rot sie ist? Der ist rot? Du bist grün. Du leuchtest in einem Waldgrün. Bleibt nur zu hoffen, dass es tödlich für ihn endet. Ich dachte, dass bei Imps eine rötliche Hautfärbung normal ist. Ja, ist aber kein gesundes Rot. Bisschen dunkler als normales Improt. Kann uns aber auch nicht helfen. Altofuchs. Was willst du? Was kannst du mir über die Krankheit erzählen? Imps hier sind krank, ich jedoch nicht. Ich folge immer dem Weg der Götter. Die Götter sind erzürnt. Kein Wunder, wenn Imps sich gegenseitig aufessen. Was meinst du damit, dass sich Imps gegenseitig aufessen? Hast du nicht von dem Alchemisten gehört? Mehr sage ich dazu nicht. Klingt wie jemand, der uns hier von Nutzen sein könnte. Alchemist hat Regeln der Götter nicht befolgt. Jetzt ist er weg. Ha! Riechst du das? Wieder der Gestank von Riesenfröschen. Morgens ist es am schlimmsten. Ich hasse sie. Seit ich als junger Imp von einem verschluckt wurde. Vater musste Riesenfrosch mit Stock schlagen, damit er mich ausspuckt. Und jetzt halte ich Lappen über meine Nase und meinen Mund, wenn sie stinken. Was hältst du von dem Schamane? Schamane könnte recht haben. Imps haben den alten Weg verlassen. Dieses Dorf ist in Schwierigkeiten. Imps verschwinden. Und alle Imps hier in der Gegend werden krank. Ein Albtraummensch. Wer bist du? Altoflix. Wenn du es unbedingt wissen willst. Brauchst mir deinen Namen aber nicht sagen. Interessiert mich nicht. Einer von den Netten. Ich bediene mich hier, mein Freund. Pilze, die kleinen Freunde Teil 3, Wunderland. Obwohl die halluzinogenen Eigenschaften von Pilzen im Allgemeinen bekannt sind, gibt es immer noch viele Geheimnisse. Der Schlüssel zum wahren Wunderland ist, die richtige Kombination von Pilzen zu finden, die die schädlichen Nachwirkungen minimiert. Okay, pass auf. Wir haben hier quasi Imp-Kunde. Kochrezepte. Und jetzt haben wir auch noch Pilzkunde. Musikalische Imps. Das ist auch Imp-Kunde. Magische Tragödien. Heiltränke, die Gefahr der Abhängigkeit. Das sah so cool aus, das Buch. Ich dachte, es könnte irgendwas Besonderes sein. Ich glaube, wir haben die Ursache für die mysteriöse Krankheit gefunden. Ja, die Frösche. Du bist schlauer, als du aussiehst, Mensch. Du hast recht, die Frösche sind der Grund. Alle Imps aus der Umgebung sind erkrankt. Nur nicht Altoflix. Er hasst ihren Gestank und bedeckt Mund und Nase mit einem Lumpen. Er ist gar nicht dumm, der Kollege Todesritter. Er ist gar nicht dumm. Wenn er mal nicht damit beschäftigt ist, irgendwelche zynischen Hasskommentare von sich zu geben, kann er ein richtig nützlicher Partner sein. Und wenn er es auch noch schafft, den Gegner mit seinem Schwert zu treffen, das er da mit sich trägt. Das ist so... Da könnte ich mit der Faust wirklich in den Bildschirm schlagen. Dann töten wir doch die Frösche. Alles töten.
Alles, was hier ist und nicht unbedingt am Leben bleiben muss. Hier, Katzen auch. Wir machen es einfach so, wie es die Menschen des 21. Jahrhunderts auch machen. Wir verbreiten Krankheiten, Tiere erkranken und sobald die Tiere erkrankt sind, töten wir die Tiere. Der Vorteil daraus ist, wir müssen die Tiere ja töten, um uns zu schützen. Und wir können mehr tierischen Lebensraum einnehmen. Win-win. Es sind leider die harten Fakten der modernen Menschheit, Freunde. Jetzt ist die Frage, nachdem wir in 2 Stunden den besiegt haben... Oh, der Tee ist leer. Reicht es schon, um das dem Häuptling zu präsentieren? Ich meine, einen wirklichen Beweis haben wir ja nicht. Leute, kommt, also wirklich, ihr 2 Vollidioten, was ist denn los? Ist ja wohl wirklich... Darf ich nochmal ein kurzes Päuschen machen? Ich würde gerne Mahlzeit zu mir nehmen. Ja, jetzt sind wir schon hier. Lass uns doch mal... Also wir können es ihm sagen. Hilft es was? Ich habe die Ursache der Krankheit gefunden. Was? Riesenfrösche. Grund für kranke Imps. Ja, macht Sinn. Deswegen sind nur Imps in der Nähe von Froschzucht krank. So ist es. Brauchen Heilmittel. Aber einziger Imp, der Heilmittel herstellen kann, wurde von Schamanen verbannt. Müsst ihn finden. Und um wen geht's? Um Alchemisten des Dorfes. Schamane sagt, er sei Ursache für die Seuche. Schließlich hat Vater ihn verbannt. Ich weiß nicht, wo er jetzt ist. Aber ich habe gehört, dass Imp-Patrouille ihn getroffen hat. Er war verletzt, hat Blut verloren. Vielleicht findet ihr ihn. Ich zeige euch die Stelle auf der Karte. Bitte beeilt euch. Ich verspreche, dass ich euch zeigen werde, wie ihr diese Welt verlassen könnt, nachdem ihr uns geholfen habt. Ich habe euch gerade geholfen. Den Alchemisten finden. Nachdem ich dem Sohn des Häuptlings erklärt hatte, dass der Gestank der Frösche die Ursache für die Seuche sei, bat dieser mich, in die Wildnis aufzubrechen, um den Imp-Alchemisten zu finden. Er könnte ein Heilmittel zubereiten, wurde aber offensichtlich aus dem Dorf verbannt, nachdem der Schamane jeden erzählt hatte. Punkt, Punkt, Punkt. Und markiert hat es uns auch nicht. Aber was soll denn jetzt Punkt, Punkt, Punkt? Du hast uns ja auch nichts auf der Karte markiert. Ich habe gehört, Schamane beschwert sich über Menschen. Gebt Acht, Schamane ist sehr mächtig. Also haltet euch aus Angelegenheiten der Imps raus. Belästigt mich nicht, Mensch. Sprecht mit Schamanin oder meinem Sohn. Der Schamane hat Wind davon bekommen, dass wir eventuell herausfinden, was los ist. Ah ja. Der Schamane hat sicher was damit zu tun. Der ist sicher mit dem Schwarzen Ring oder so im Bunde. Würde ich jetzt einfach mal behaupten. Also die Annahme sollten wir natürlich vorerst für uns behalten, weil wir sind hier in Unterzahl und ich glaube, dass die Macht dieses Schamanen, das ist nicht ohne. Hallo, sei vorsichtig, wenn du in Spinnenwald gehst. Seltsame Dinge gehen dort vor sich. Viele Dorfbewohner sind dort in den letzten Wochen verschwunden. Gibt Gerüchte über sprechende Spinnen. Schenkst du diesen Gerüchten Glauben? Weiß nicht. Viel hat sich geändert. Weiß nicht, was ich glauben soll. Will dich nur warnen.